An alle Trockenbauer und Maler, vorab, das Video ist kein Hate, sondern ein Fachcontent hinsichtlich der Nachbehandlung Randdämmstreifen. Die erste und die letzte Regel im Estrichclub lautet, die Randdämmstreifen dürfen nicht abgeschnitten werden. Punkt, ist so, steht außer Debatte die Diskussion. Der Randdämmstreifen hat einen abknickbaren Fuß. Guck, du kannst es ganz easy umklappen, guck hier, und deine Arbeiten fortführen. Zum Fachlichen. Nach DIN 18353 Estrich Arbeiten heißt es im Absatz 4219 entfernen des Überstand des Randstreifen nach Verlegung der Bodenbelege bzw. nach Spachteln, nicht vorher. Den Abstand übrigens von der Wand bis zum Estrich, welches mittels Randdämmstreifen hergestellt wird, nennt man Randfuge, Fachbegriff. Aber wozu dient der Randstreifen überhaupt? Randfugen bei schwimmenden Estrichen sowie auf Trennschicht sind erforderlich, um Bewegung der Estrichscheibe aufgrund der von Längenänderung durch Temperatur, Dehnungen sowie Schwinden und Quellen des Estrich spannungsfrei zu ermöglichen. Bei